Heute bei Sonja, enttäuscht. Eigentlich traue ich es allen Frauen zu, dass sie den Andreas schon mal ganz gerne um den Finger wickeln würden. Also deswegen bin ich auch sehr misstrauisch, weil Frauen sind einfach Biester. Und wir sind Freunde, wir haben Spaß miteinander. Vielleicht doch ein bisschen mehr. Ja, genau das ist es. Ja, ich werde mich für das, was ich gemacht habe, entschuldigen. Und ja, eine neue Freundschaft versuchen aufzubauen. Bei Sonja. Einst waren sie unzertrennlich. Sie haben gemeinsam über Männer gelästert, gingen durch dick und dünn, haben gemeinsam Urlaube geplant und haben sich auch gegenseitig an den Schultern ausgeheult. Doch auf einmal war alles anders. Die Freundschaft zerbricht. Meine beste Freundin, ich kann sie nicht mehr leiden. Genau das hat auch mein erster Studiogast gesagt. Herzlich willkommen, Lela. Hallo. Lela, wie kam es denn zu dem Bruch mit deiner besten Freundin? Ja, also ich bin, habe sie in Griechenland also besucht. Sie war dort für 3 Monate, hat als Animateurin gearbeitet dort. Und ja, ich habe damals gerade kurze Zeit entbunden gehabt. Und ja, habe sie halt dann besucht. Ja. Mit meinem damaligen Freund. Ganz genau. Und wo habt ihr gemeinsam in einem Zimmer gewohnt? Wir haben zusammen in einem Zimmer übernachtet, ja. Mhm. Und wie ging es dann weiter? Ja, es war halt so, wir waren dann 3 Tage da und wir haben uns dann halt verkracht. Wir haben so ein Spiel gespielt und mit Alkohol und naja, und ich hab's halt nicht so gern mit Alkohol. Und irgendwie kamen wir, ich weiß auch nicht, ich war auch genervt an dem Tag und irgendwie habe ich halt mich mit ihm gezofft. Und ja, dann bin ich dann ins Bett und die 2 sind dann halt wohl auf die Rolle gegangen. Und wie geht's dann weiter? Ja, also dann irgendwann mal abends wieder zurückkam. Ich bin dadurch halt wach geworden. Und ja, hab kurz mit ihr gequatscht, ganz kurz. Und hab halt gefragt, wo Frank wäre. Und daraufhin halt sagte sie, er wäre noch im Bad. Und da hab ich dann halt nur gefragt, ob er noch was gesagt hat. Und da sagte sie nur, naja, nicht viel, nur dass er nicht gedacht hätte, dass ich so zickig gewesen wäre, ja? Weil ich halt nicht so wollte, wie er wollte. Und das war eigentlich alles. Und dann habe ich gemeint, aha, naja, gute Nacht. Und ja, dann kam auch irgendwann mal Frank und ich dachte, naja, er legt sich jetzt so in die Mitte, so wie halt die ersten 2 Tage auch, ne? Und ja, dann hat sich das halt eben anderweitig entwickelt, indem ich halt angefangen habe zu hören, wie es an, ja, Geschmatz und Stöhn und ja. Moment mal, neben dir im Bett? Ja. Ja, ich tut mir leid. Ich hab's halt nur gehört und ich hab mir gedacht, nee, jetzt bist du im verkehrten Film. Also ich hab gedacht, das kann nicht sein, jetzt hörst du irgendwas. Ich hab dann halt noch eine Weile gewartet und ich merkte dann halt schon, dass es halt etwas intensiver wurde. Und da neben mir ein Lichtschalter war, den hab ich dann halt angeschaltet und hab's halt in Flagranti halt beim Rummachen erwischt. Ja. Oh, ich kann da gar nichts zu sagen. Und wie hast du dann reagiert? Das kann ich hier ganz genau sagen. Wortwörtlich habe ich gesagt, danke für das Gespräch, das war's dann wohl, und bin abgehauen. Bin dann rausgerannt. Ja. Ja, und wie haben die beiden dann reagiert? Oder was hast du denn gedacht? Du bist dann gegangen, ist dir niemand hinterhergekommen? Nee. Also ich habe ja schon damit gerechnet, dass er vielleicht eventuell hinterher rennt oder so, und aber gar nichts. Er kam nicht hinterher. Ich bin Warst dann du irgendwie enttäuscht? Sinnlos. Ja, natürlich, klar. Auf wen denn mehr eigentlich? Auf deine beste Freundin und auf deinen Freund? Das ist ja die Frage. Ganz ehrlich, also ich bin mehr auf ihn enttäuscht gewesen. Also ja, ich bin mehr von ihm enttäuscht als von ihr, weil ich bin ihr mittlerweile dankbar, dass sie mir das gezeigt hat, was für ein Arschloch er ist. Ja. Ich meine,
Ich bin sicherlich auch von ihr enttäuscht gewesen in dem Moment. Natürlich, wie ging es denn dann weiter? Hast du dich irgendwie erstmal mit deinem damaligen Freund, wolltest du dich rächen? Ja, auf jeden Fall. Und hast du das auch ganz gemacht? Gut hingekriegt, na ja, klar. Wie sah das aus? Ja, ich habe halt dann so gesagt, ja, von wegen, also ich habe ihn dann halt erstmal fertig gemacht, indem ich mit Tanja eben ganz normal weiter so getan habe, als wäre im Prinzip nichts passiert. Dann waren wir halt, sind wir dann halt reden gegangen. Und da habe ich ihm dann halt erstmal so gefragt, ja, so von wegen. Ich wollte ihn halt einfach nur fertig machen. Ich habe halt gemeint, ja, hast du auch an Kondome gedacht oder so? Und er so, nö. Und ich so, ja, an AIDS denkst du nicht oder so. Ne? Also in dem Moment habe ich halt so ihn halt ein bisschen fertig machen wollen. Jetzt nicht, um Tanja irgendwie fertig zu machen, sondern, oder sie irgendwie schlecht zu machen oder so, sondern ich wollte ihn nur fertig machen. Und ich habe ihn insofern fertig gemacht, das hat er mir dann auch gesagt, weil er war fix und alle. Er hat gemeint so, ja, warum machst du mich denn jetzt so fertig? Ich hab dir doch im Prinzip, so nach dem Motto, ich hab dir doch gar nichts getan, ne? Und ich hab dann nur gemeint, ja, also, ich hab dann zu ihm gemeint, du hast mir so wehgetan in dem Moment. Ich meine, ich bin damals halt alleine, also sitzen gelassen worden von meinem damaligen Freund. Und das, ich hab gedacht, jetzt hast du jemanden kennengelernt, der dich versteht und der dich mit Kind akzeptiert, ne? Und letztendlich hat er dich behandelt wie der letzte Arsch auf gut Deutsch. Und wie ging es mit deiner Freundin dann weiter? Ja, also nach dieser Nacht habe ich ja erstmal draußen halt eben verbracht, ne, und bin dann am nächsten Morgen halt rein wegen meinem Sohn. Und also Tanja konnte mir erst gar nicht in die Augen gucken. Sie war so fix und alle auch, ja, ich meine, denke ich mir mal. Und er wollte dann so, ja, Lela, ich muss mal mit dir reden. Und ich so, ey, hau ab, sonst, ich glaube, ich hau dir sonst einen in die Fresse, ehrlich. Oh. Ich war so sauer, ich war so geladen in dem Moment. Ich wollte mit ihm absolut erstmal, ich so, geh mal aus den Augen, ja. Weil das kann, glaube ich, hier jeder gut verstehen. Ja. Und mittlerweile geht es mit deiner Freundin Tanja wieder ein bisschen besser. Sie ist hier. Herzlich willkommen, Tanja. Tanja, wie ging es denn dann eigentlich weiter? Nein, ich fange jetzt ganz anders an. Warum hast du das getan? Ja, gute Frage. Also es fing halt damit an, ich war 9 Monate in Griechenland als Animateurin. Und Lela hat mich besucht damals mit ihrem Freund. Ich kannte ihn vorher nicht. Hab mich eigentlich auch sehr drauf gefreut auf den Urlaub. Und ja, ich habe ihn kennengelernt und habe irgendwie von Anfang an gewusst, das kann es nicht sein, das ist er nicht. Das ist nicht der Richtige für sie, er war ein Draufgänger. Aber kann man das sich auf eine andere Weise zeigen, als gleich neben ihr mit ihm zu schlafen? Nee, ich habe nicht neben ihr mit ihm geschlafen. Da nur rumgemacht, das war nur rumgemacht. Ach so, aber wann? Du hast aber trotzdem mit ihm geschlafen. Ich wusste ja auch in dieser Nacht, ich wusste ja, dass sie wach war, davon abgesehen. Ja. Und hast trotzdem mit ihm rumgemacht? Ja, damit sie es merkt. Und wann hast du mit ihm geschlafen? Vorher. Gut, auch an dem Abend. Auch an dem Abend am Strand ist es passiert. Und wie hat sie dann darauf reagiert? Wie empfandest du das? Ja, voll krass. Also in dem Moment, sie hat halt das Licht angemacht und ja, ist dann nur noch rausgerannt. Und ich saß erst mal da, ich so, oh Gott, das war's jetzt. Ja, das ist ja total scheiße gelaufen. Und ja, ist ja auch sehr komisch, aber wie hättest du dann reagiert, wenn sie das mit deinem Freund gemacht hätte? Ich hätte sie rausgeschmissen. Ich hätte ihr das nie verziehen. Die Freundschaft wäre von jetzt auf die nächste Minute beendet gewesen. Ja, und was hat denn jetzt letztendlich euch bewogen oder gerade dich, Leila, dass du doch die Beziehung zu ihr wieder gesucht hast? Die Freundschaft vor allen Dingen. Es ist halt so, wir kennen uns also schon ziemlich lange, ja. Und sie hat mit mir die schlimmsten 9 Monate mit mir durchgemacht, die sich jemand, also die jemand nur durchmachen kann. Waren das die der Schwangerschaft? Genau. Also sie hatte damals in Friedberg gewohnt und so oft, wie ich sie angerufen, sie ist nach Hause gefahren. Ich wusste wirklich, wo sie jede Sekunde war, wirklich. Sie hat angerufen, jetzt bin ich da und da. Und dann hat sie wieder angerufen, jetzt gehe ich zum Einkaufen, ich bin in einer halben Stunde wieder da, du kannst mich beim Tengelmann erreichen. So, wirklich, ich wusste wirklich haargenau, ich wusste, wann sie auf Toilette geht, ist wirklich ungelogen, ja. Und ich habe in der Zeit, sie hat mir wirklich sehr viel geholfen. Wie gesagt, ich bin ja damals sitzen gelassen worden und sie hat mir in der schlimmsten Zeit eigentlich, das war für mich eigentlich die schlimmste Zeit und sie hat mir da echt total drüber hinweggeholfen, ja.
es früher? Wie ist es denn jetzt? Ist das Vertrauen denn da? Wenn du einen neuen Freund hast, stellst du ihn ihr vor? Also ich habe, sie kennt man, ja doch, klar. Sie kennt ihn schon. Also hast du ihr vielleicht einen guten Spruch damit auf den Weg gegeben? Ich habe nur gesagt, lass ja die Finger weg, weil sonst gibt's Ärger. Aber unterm Lachen. Also ich habe ihr das schon so, sie weiß schon, wie ich es gemeint habe, aber ich habe ihr das schon so, so wie jetzt auch. Na, so, lass die Finger weg. Und was ist denn jetzt anders als früher? Oder habt ihr wirklich genau die gleiche feste Bindung? Nein, nee. Es ist natürlich schon irgendwo ein Keil dazwischen, sicher. Ja, die Sache, ich meine, ich verzeihe das sicher. Ich habe ihr es verziehen, aber drinne in meinem Herzen oder in meinem Hirn ist es auf jeden Fall drin. Ja, ich vergessen tue ich das nicht. Das tat mir damals schon weh, ja, das ist klar. Und toll fand ich sicherlich auch nicht, aber... Wobei ich bin mittlerweile wirklich so froh, dass es damals passiert ist, weil ich wäre noch mehr auf ihn reingefallen. Er hatte ja noch eine andere Freundin, ja, und er hatte damals eine feste Freundin, die schon seit, was weiß ich, wie vielen Jahren, 2 Jahren oder 3 Jahren mit er zusammen war, ja, und und da habe ich halt auch so eine kleine Postkarte geschickt, beziehungsweise also er hat ihr eine Postkarte geschickt, in dem er draufgeschrieben hat, dadurch habe ich es auch erfahren, in dem er draufgeschrieben hat, ja, ich vermisse dich und wir sehen uns ja bald wieder, und ich so, er hat mir die Postkarten mitgegeben und hat gesagt, ja, ob ich sie ihm mit einwerfen kann, weil ich gesagt habe, ich gehe zur Post, soll ich euch was mitnehmen, ne? Und er hat sie mir halt so mitgegeben. Und sie war halt in diesem Moment als oberster Stelle. Und ich habe es ganz zufällig gelesen. Nein, ich habe es dann halt gelesen. Und da habe ich dann halt so einen kleinen Spruch drunter geschrieben. Ich habe dann halt was dazu geschrieben. Aber es ist nicht das schlecht, war die eine Rache. Dass sich die zwei Frauen solidarisiert haben gegen die böse Männerwelt. Vielen herzlichen Dank, dass ihr da wart. Lela. Und? Wurdest du schon mal von deiner besten Freundin enttäuscht? Noch nicht. Wer ist deine beste Freundin? Daneben. Wurdest du schon mal von irgendjemandem enttäuscht? Nein. Wie würdest du reagieren, wenn sie mit deinem Mann was haben würde? Das kann ich nicht sagen. Aber wir sind zu gut befreundet. Also? Glaubst du nicht, dass das passieren könnte? Nee, ich glaube nicht. Das ist auch sehr gut so. Wir haben jetzt jemanden hier, der ist auch sehr enttäuscht worden von seiner besten Freundin. Eher gesagt, sie von ihrer besten Freundin. Herzlich willkommen, Heide. Heide, wie kam es denn bei dir zu dem Bruch mit deiner besten Freundin? Das war ungefähr vor 4 Monaten. Ich bin umgezogen und habe meine Freundin Claudia gefragt, ob sie mir hilft. Oder ich habe noch eine kleine Tochter, das ist die Patentante von meiner kleinen Tochter, ob sie wenigstens die Tochter nimmt. Klar, hat sie gesagt, und keine Claudia kam. Der Umzug ist vonstatten gegangen und abends um 6:40, als wir dann endlich so weit waren, dass wir haben sagen können, wir sind soweit fertig, kam sie rein, ich stehe auf der Leiter, mache den Vorhang an, stellt sich hier, so Finger so, die Hände in den Arm und fertig. Ich hatte einen Hals wie eine Keksdose, war fürchterlich. Und dann, das Schlimmste war, an dem Wochenende habe ich von meiner Mutter und von meiner Schwester erfahren, dass immer wieder, wie üblich, ich muss dazu sagen, wir kennen schon 17 Jahre, wir sind also seit 17 Jahren die beste Freundinnen, wie üblich wieder mal tierisch über mich und über meinen Mann hergezogen hat. Glaubst du, sie war neidisch? Ja, ich denk, dass sie neidisch war, weil ich mutig war und sie ist ein Feigling. Aber 17 Jahre, das ist ja eine Menge Zeit. Fehlt sie dir denn jetzt? Die fehlt mir wahnsinnig. Sie fehlt mir wahnsinnig, aber ich möchte auch nicht... Ich hätte ihr vielleicht auch verziehen, aber nicht vergessen. Weil das Misstrauen, das ist einfach drin. Weil es nicht das erste Mal passiert ist, sondern in den 17 Jahren schon öfters. Und ich habe ihr immer wieder gesagt, Geheimnisse muss man auch für sich behalten können. Weil so wie sie alles von mir weiß, die war also bei der Geburt von meiner kleinsten Tochter dabei, weil mein Ex-Mann damals, der wollte nicht mitgehen. Und die hat die Kleine noch vor mir gesehen. Also wir hatten eine wahnsinnig enge Bindung. Aber wir haben sie auch angerufen, aber sie wollte nicht kommen. Sie hat sofort Nein gesagt. Warum glaubst du, hat sie das getan? Sie ist zu feige. Sie ist zu feige, ihre Fehler einzugestehen. Und sie ist ja noch die Patentante von deiner... Genau, von und noch ihre Kleine fragt sie auch nicht. Und was hat sie dir denn im Laufe der Zeit noch so alles angetan? Gibt's da noch mehr? Ach, da gibt's wahnsinnig vieles. Die hat meinem Ex-Mann ewig irgendwas hier gedrückt, die Geheimnisse, die wir halt hatten. Und das ging ständig. Ich kann mich an 1000 Sachen erinnern.
sie sagte zu meinem Ex-Mann, an einem schönen Tag hast du Geld zusammen gemacht. Und der sagte, warum? Ja, die will doch Schluss machen, das hat keinen Sinn mehr. Und ich meine, das habe ich nur mit meiner besten Freundin Claudia dann anvertraut. Und er kam dann, der Freundin, die hat das zu mir gesagt, sagst, ja, alle, dann willst du jetzt dann. Aber das waren Sachen, die hätte ich selbst regeln können und dann hätte ich keine Claudia gebraucht. Aber wie kommt es denn, dass so eine Frau dann deine beste Freundin ist? Weil sie mir wahnsinnig viel geholfen hat in meinem Leben schon. Das die aber hat, trotzdem auch? Trotzdem, die hat mir wahnsinnig viel geholfen. Die war immer für mich da, ich konnte sie immer anrufen. Wenn ich gerufen habe, war sie da. Nur wenn es ganz wichtig war, wenn ich gesagt habe, bitte sei so gut, unterhalte ich mit niemandem darüber. Das ist unser Geheimnis. Kann ich mich drauf verlassen? Ich habe also immer wieder verziehe und immer wieder hat sie mich in die Panne gehabt. Was würde passieren, wenn sie jetzt an der Tür klingelte an deiner? Dann würde die Tür sehr wahrscheinlich zubleiben. Und was passiert, wenn ihr euch, ihr trefft euch ja ab und ja, zu noch? Ja, ich habe also an der Straße, auf der Straße? In der Stadt war ich und sie hat einen anderen Weg geguckt. Ich bin mir ganz sicher, dass sie mich gesehen hat. Ne? Ihr habt euch nicht angeguckt? Nee. Hast du ihr irgendwas zu sagen heute? Ja, ich habe jetzt zu sagen, dass die ganze Geheimnisse, die sie von mir ausgeplaudert hat, die ich ja von ihr auch kenne, weil ich kenne ja alle ihre intimsten Geheimnisse, die sie hat. Und ich könnte mich jetzt ganz locker hier hinsetzen in das Fernsehstudio und könnte der Nation da draußen zeigen, wie ekelhaft das ist, wenn man jemand in die Pfanne haut. Aber ich verstehe unter Freundschaft, wenn ich noch so einen Zahn auf sie habe, ich halte hier meinen Mund. Toll. Wir lernen jetzt Claudia kennen. Sie erzählt uns, wie das ist, wenn man seinen Partner noch mit seiner besten Freundin teilen muss. Herzlich willkommen. Hallo. Tanja, hast du auch eine beste Freundin? Nein, ich habe eigentlich keine gute Freundin, weil ich mit Frauen nur schlechte Erfahrungen gemacht habe. Und was für Erfahrungen? Ich hatte mal eine sehr gute Freundin, das war bis jetzt die einzige, die hat mich dann gleich mit meiner ersten großen Liebe betrogen. Und da war erstmal die Freundschaft vorbei und war ich sehr enttäuscht. Ist denn, ich glaube, in der Firma ist auch was passiert? Ja, ich habe einen neuen Arbeitsplatz angetreten und meine Kollegin, die mir direkt gegenüber saß, war auch weiblich. Und vom ersten Moment an haben wir uns überhaupt nicht verstanden. Und so wurde ich dann nach 3 Monaten von ihr ausgemobbt. Das war dann gelaufen. Traust du denn deinem Freund? Eigentlich schon, aber es ist was passiert in seiner ersten Ehe, da ist er fremdgegangen. Das hat mir so einen Knacks gegeben, wo ich ihn dann doch irgendwo nicht ganz traue, weil er sehr viele weibliche Freundinnen hat. Die sind mir alle ein Dorn im Auge. Er hat aber auch eine beste Freundin. Oh ja. Sie heißt? Vera. Vera, nicht Ulrike. Auch. Auch? Er hat ja mehrere. Er hat echt so viele. Aber Ulrike, stimmt, Ulrike also ist seine beste. Also ich weiß von Ulrike. Ulrike ist seine beste Freundin, ja. Aha, und kennt ihr euch denn untereinander? Traust du ihr vielleicht sogar auch zu, dass sie vielleicht deinen Freund wegschnappen möchte? Also eigentlich traue ich es allen Frauen zu, dass sie den Andreas schon mal ganz gerne um den Finger wickeln würden. Also deswegen bin ich auch sehr misstrauisch, weil Frauen sind einfach Biester. Und die Männer haben ein breites Grinsen hier. Mit wem tauschst du dich denn aus, wenn du mal Probleme hast? Also eigentlich nur mit meiner Mutter, weil mit der kann ich über alles sprechen, die versteht mich und einfach das Vertrauen ist da. Ja, aber du bist ja auch eine Frau. Bist du auch ein Biest? Manchmal schon. Es kommt drauf an. Wenn es um Eifersucht geht, bin ich ein ganz großes Biest. Ja, dann kannst du also schon mal drunter und drüber gehen. Wie gehst du denn jetzt mit dieser besten Freundin, also jetzt sagen wir mal mit der Ulrike, um? Wenn sich dein Freund mit ihr trifft, machst du ihm eine Szene? Kann man so sagen, ja. Also wenn sie anruft und ich bin dabei, dann kann es schon mal passieren, dass dann der Fernseher so laut wird, dass er sein eigenes Wort nicht mehr versteht. Es kann auch passieren, dass die Tür zuknallt und ich verschwunden bin für 2 Stunden und mich dann suchen muss. Kann alles passieren. Ich möchte dich an dieser Stelle also mich erstmal herzlich bedanken. Kannst du kurz durch diese Türe gehen und in der Küche Platz nehmen? Und vielen herzlichen Dank. Sie geht jetzt gerade in unsere wunderbar eingerichtete Küche, zieht sich Kopfhörer auf, damit sie nicht hören kann, was ich hier noch zu sagen habe. Denn wir haben Ulrike auch eingeladen. Sie weiß nichts davon.
Sie haben sich zwar schon ein paar Mal gesehen, aber ich glaube, wir wollen diese verhängnisvolle Frau uns einmal anschauen. Herzlich willkommen, Ulrike. Hallo. Was für eine Beziehung hast du denn zu Andreas? Eine reine freundschaftliche Beziehung. Und wie sieht das aus? Wie oft seht ihr euch und seit wann kennt ihr euch? Wir kennen uns fast 10 Jahre. Und wie oft sehen wir uns? Unterschiedlich. Mal öfters, mal 2 Wochen gar nicht, mal sehen wir uns 3-mal die Woche. Und was verbindet euch, glaubst du? Was verbindet uns? Freundschaft. Wir vertrauen uns. Wir ihr habt ja auch beide Kinder. Ja. Die können dann auch miteinander spielen. Zum Beispiel. Wie sieht es denn Andreas' Freundin? Wie sieht das Andreas' Freundin? Ich glaube, die möchte das gar nicht sehen. Ich denke mal, sie ist sehr eifersüchtig. Und wie empfindest du für ihn? Du sagst rein freundschaftlich, aber wie weit geht das? Ist es wie ein Bruder? Oder hast du denn schon mal rein sexuell auch darüber nachgedacht? Nein. Warum? Ich kenne ihn zu gut, um da irgendwie sexuell drüber nachzudenken. Leidest du ein bisschen darunter, dass seine Freundin ja, das so eifersüchtig sieht? Weil das ja auch nicht so angenehm für dich ist eigentlich. Leiden tue ich da nicht drunter. Er steckt da in der Zwickmühle drin. Einerseits ist er ihr vielleicht nicht unbedingt immer ehrlich und sagt ihr nicht gerade, dass er mich gerade gesehen hat oder... Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was er ihr sagt. Ich weiß so, dass er mir sagt, dass sie eifersüchtig war und ihm eine Szene gemacht hat oder, naja. Jetzt holen wir sie einfach raus. Herzlich willkommen noch einmal, Claudia. Claudia, wir haben uns ganz kurz mit Ulrike unterhalten und Ulrike hat uns wirklich beteuert, dass sie am Andreas wirklich rein freundschaftlich interessiert ist. Wovor hast du Angst? Das kann ja jede Frau sagen. Ich traue nur mir selber. Was glaubst du, was sie denn haben könnte, dass vor allen Dingen auch dein Freund? Nein, die beiden, die kennen sich schon so lange und sehen sich öfters, als wir beide uns sehen. Und jeder zweite Partner geht fremd. Woher soll sie das denn wissen? Das ist bewiesen worden. Oh, jeder zweite. Ich traue es nicht. Was könntest du ihr denn sagen, dass ihre Angst ein bisschen genommen wird? Weil ich meine, sie kennen sich ja wirklich schon so lange und da ist noch nichts passiert. Wieso sollte nach 9 Jahren oder 10 Jahren immer noch was passieren? Ich sag nur dazu, Frauen können das kriegen, was sie möchten. Warum habe ich ihn dann? Wenn ich den haben wollte. Ich meine, ich kenne Andreas 10 Jahre. Aber du versuchst es immer wieder, und auch wenn ich dabei bin. Ich merke das. Ich versuche es immer wieder. Wie sieht das aus, wenn sie versucht? Mit Berührungen und Anlächeln und Sprüchen. Wir sind Freunde, wir haben Spaß miteinander. Vielleicht doch ein bisschen mehr. Ja, genau das ist es. Genau das. Deswegen bin ich am Zweifeln. Wie sehen denn diese Berührungen aus? Machst du die extra? Mache ich die extra? Also ich denke mir mal, wenn ich Claudia jetzt am Fuß berühre, habe ich es extra gemacht. Ich meine, ich muss es aber nicht extra machen. Also, was ist extra? Wenn ich ihn auf den Arm haue, ja, ist okay, hier mal so spaßhalber, berühre ich ihn auch. Aber das hat ja nichts damit zu tun, dass ich versuche zu berühren. Nein, ich meine, dass du sie vielleicht auch ein bisschen extra provozierst. Das ist es. Genau das. Die Provokation. Weil ich sie jedes Mal in der Szene erwische, wo sie den Andreas berührt. Warum siehst du denn so, dass ich ihn berühre? Siehst du doch mal so, dass er mich berührt? Nee, eindeutig du. Eindeutig. Es geht mich geschlagen. Also du bist mir leider ein Dorn im Auge und das wird sich nicht ändern. Ja, sag mal, bin ich mit ihm zusammen oder du? Wenn ich meine, wenn ich einen Andreas haben wollte, dann würde ich es ja wohl versuchen. Wer hat denn das Liebesgeständnis gemacht, als wir zusammengekommen sind, Andreas und ich? Was für ein Liebesgeständnis? Mhm. Er hat es mir erzählt.
Etwas, wovon wir auch wissen sollten? Ja. Komm du mir her. Und wie sieht das aus? Ja, wir waren 2 Wochen zusammen und dann waren wir in der Diskothek. Und sie war auch da und dann sind die beiden einen Kaffee trinken gegangen. Und dann kam er wieder, war total niedergeschlagen. Ich denke, was ist denn los? Und dann meinte er, ja, eine gute alte Freundin hätte ihm gerade gestanden, dass sie ihn liebt. Und das war sie. Warst du das? Deswegen bin ich im Zweifel. Genau deswegen. Und das hat mir auch so einen kleinen Kick gegeben, mehr darüber nachzudenken. Also ich habe das auch schon mal erlebt und ich bin der Meinung, dass du die Beziehung wahrscheinlich selbst gefährdest, indem du übermäßig eifersüchtig bist. Weil wie ich es auch gewusst hätte, wenn ich es nicht eben vorhin schon gehört hätte, dann wird auf jeden Fall durch dieses Misstrauen entstehen Lügen, weil keiner lange diskutieren will, wenn er irgendwo nur irgendwas machen möchte, wie Zeitung lesen oder so ähnlich. Ja, diese Eifersucht trifft auch nur dann auf, wenn sie dann in der Nähe ist. Ne? Aber bist du dir dessen bewusst, dass du dadurch, wenn du ihm so oft die Szene machst, wenn er sich mit ihr treffen will, kann es durchaus sein, dass er dich anlügt, damit du ihm keine Szene machst, obwohl er sie treffen möchte? Er erzählt es mir schon. Und das ärgert mich dann jedes Mal. Ne? Weißt du es, dass er es dir immer erzählt? Nee. Also ich weiß nicht, wo du hast irgendwie mit dir selber und deiner Beziehung zu ihm scheinbar ein Problem und nicht mit ihr. Ich bin in der gleichen Situation wie sie im Prinzip. Ich habe seit 5 Jahren einen Mann, der mein bester Freund ist. Das ist sowas wie ein Bruder für mich. Ich heiße auch Ulrike im Übrigen. Muss vielleicht am Namen liegen, ist egal. Ich habe diesen Mann auf einer Party vor versammelter Mannschaft irgendwann mal, bin ich ihm in den Arm gefallen und habe gesagt, weißt du was, ich liebe dich. Da waren 100 Leute darum, seine Freundin stand daneben und hat mich angegrinst und hat gesagt, super, ich mag dich, Ulrike, und ich akzeptiere dich als seine Freundin. Kannst du dir nicht vorstellen, dass auch ein Mann für mich oder für sie sowas wie eine beste Freundin ist? Fragen wir doch mal den besagten Mann selbst. Herzlich willkommen, Andreas. Komm her. Andreas, welche Rollen spielen diese beiden Frauen in deinem Leben? Ja, das eine ist halt meine Lebenspartnerin, in die ich halt verliebt bin. Das andere ist halt meine Freundin, meine beste Freundin, mit der ich einige Geheimnisse teile. Und wie reagiert Claudia denn? Wie reagiert Claudia, wenn du ihr die Geheimnisse erzählst und nicht ihr? Also, geht's bestimmt um mich? Nein, nein. Also Claudia weiß auch, über sie erzähle ich überhaupt nichts. Mit der Ulrike. So teilweise. Aber eigentlich reagiert sie ganz normal. Wenn ich sage, ich habe mit der Ulrike geredet, wird sie zwar sauer, zum Beispiel wenn wir am Telefon sitzen oder so, telefonieren. Hab schon erzählt. Hast du schon erzählt? Dass du dann rausrennst? Oder gehst du dann spazieren? Und das findest du normal? Nein, überhaupt nicht. Gar nicht normal. Also ich muss ehrlich sagen, Andreas ist 2 Jahre mit Claudia zusammen. In diesen ganzen 2 Jahren war es vielleicht mal, dass es 5-mal vorgekommen ist, dass wir beide in einem selben Raum waren oder in der näheren Umgebung. Und von diesen 5-mal haben wir uns vielleicht 3-mal kurz unterhalten. Ich meine, dafür, dass er mein bester Freund ist, sie seine Freundin ist, haben wir sehr viel Kontakt miteinander. Andreas, Claudia hat uns vorhin erzählt, dass Ulrike dir ein Liebesgeständnis gemacht hätte. Ist ja. Das so? Ja, ist so. Das war also an dem besagten Abend. Vielleicht kannst du dich mehr daran erinnern, aber... Ich kann mich gut daran erinnern, welchen Abend du meinst. Ja. Das war der Abend, als wir von der Hochzeitsfeier wieder kamen. Genau das. Von eurer Anekdote? Nein! Nein. Wir waren zusammen bei einem Bekannten auf einer Hochzeit eingeladen. Und dann sind wir halt danach noch in die Diskothek gegangen. Da habe ich halt Claudia getroffen. Wir waren aber schon zusammen. Wir waren aber schon zusammen, ja. Ja, wie hast du denn darauf reagiert? Sie sagt ja immer, dass sie möchte ja nichts von dir. Ihr kennt euch 9 Jahre lang. Und wenn sie dir trotzdem dann ein Liebesgeständnis macht, oder hast du das rein freundschaftlich gesehen? Nee, ich habe es leider nicht rein freundschaftlich gesehen, aber... Wieso leider? Ja, es hat irgendwo innerlich ein bisschen kaputt gemacht. Weil die erste Zeit bin ich dann nicht mehr so auf sie zugegangen. Wie man das sonst vorher kannte von uns beiden.
Ulrike, wie ist es denn jetzt? Ist es denn wirklich rein platonisch oder wenn er irgendwie frei wäre, würdest du doch ganz gerne mit ihm zusammen sein? Ich kenne ihn zu gut. Und warum machst du ihm dann ein Liebesgeständnis? Also ich kann mich da zwar nicht dran erinnern, dass ich das zu ihm gesagt habe, aber ich habe kein Problem, ihm jetzt auch zu sagen, ich liebe dich. Weil ich liebe dich ist eine Darlegung seiner Gefühle. Und ich denke mir mal, wenn man jemandem vertraut, muss das schon ein gewisses Gefühl haben. Wenn ich ihn mit einem Gespräch, wenn ich ihm irgendwas erzähle, was mir wichtig ist, dann muss ich Vertrauen zu ihm haben. Und wenn ich für ihn nichts empfinden würde, dann könnte ich ihm auch nicht meine Geheimnisse erzählen. Mit wem triffst du dich denn häufiger, Andreas? Mit meiner Freundin. Bist du sicher? Ja, sicher. Bist du dir nicht sicher, Claudia? Ich wohne ein bisschen weiter weg als sie. Und wem vertraust du mehr, Andreas? Wem ich mehr vertraue? Das ist eine gute Frage. Aber normal ihr, Claudia. Gestehst du denn Claudia eigentlich auch das Recht zu, dass sie auch einen besten Freund hat? Wie sieht es denn aus deiner Sicht aus? Wie würdest du reagieren? Ja, sie hatte am Anfang unserer Beziehung auch einen besten Freund, einen sehr guten Freund, einen Ex-Freund von ihr. Und damit muss ich halt klarkommen. Ich das aber jetzt gibt es also nicht mehr. Den gibt's nicht mehr, nein. Warum gibt's den nicht mehr? Den habe ich unbewusst links liegen gelassen, seitdem ich ihn kenne. Ich habe die Freundschaft aufgegeben. Und wenn du, sie hat ihn unbewusst links liegen lassen, könntest du dir nicht vorstellen, wenn du Claudia wirklich liebst, dann trotzdem den Kontakt vielleicht doch zu Ulrike abzubrechen, ihr zuliebe? Also ich glaube, das wird die Claudia auch nicht verlangen. Diesen, so hart bin ich nicht. Diesen Schritt wird sie nie verlangen, glaube ich nicht. Ich würde es ihr zuliebe vielleicht etwas eindämmen, aber nie ganz aufgeben. Ich bin mir sicher, ja. Ich bin mir sicher, ihr kriegt das alle drei geregelt. Ihr seht sehr vernünftig aus. Vielen herzlichen Dank, dass ihr da wart. Einen Fehler zu machen ist die eine Sache, ihn einzugestehen ist die andere Sache und dann auch noch um Verzeihung zu bitten. Ich glaube, das ist ganz schön schwer. Herzlich willkommen, Janine. Janine, hier bin ich. Ja. Du hast dich mit deinen Freundinnen zerstritten. Warum? Ja, also es war letztes Jahr im Februar. Ich habe bei Nadja gewohnt. 2 Jahre lang und ja, dann bin ich ausgezogen von heute auf morgen und ja, dann ist der Kontakt abgebrochen. Von und wem aus ist der Kontakt denn abgebrochen? Von uns allen irgendwie. Es ist gleich auseinandergegangen. Und du bist ausgezogen, hast du ihr das vorher erklärt? Warum? Nee, gar nicht. Du bist einfach abgehauen? Ja. Und hast du dich dann noch hinterher bei ihr öfter mal gemeldet? Ich habe dann an Octavia einen Brief geschrieben, ob wir uns nicht treffen wollen. Aber da kam irgendwie nichts und dachte ich, okay, dann ist es vorbei. Leidest du denn darunter? Ja, sehr. Also weil mit Nadja war es wie eine Geschwisterbeziehung irgendwo. Und mit Octavia halt beste Freundin. Also. Hast du den beiden denn jetzt was zu sagen? Ja, ich wollte mich für das, was ich gemacht habe, entschuldigen. Und ja, eine neue Freundschaft versuchen aufzubauen. Die beiden sind hier. Nadja ist hier, Octavia ist hier. Ich gebe euch mal kurz die Mikros. Habt ihr nicht mal Lust, kurz oben zur Janine zu gehen? Ich glaube, sie leidet ganz schön. Du kicherst ein bisschen, Nadja. Stimmt irgendwas an der Geschichte nicht, die Janine erzählt hat? Doch schon, aber wenn sie sich entschuldigen will, dann... Ja, ich weiß nicht, weil ich meine, das hätte sie nicht so in der Sendung machen müssen oder so, weil das, was sie gemacht hat, das kann man nicht einfach so sagen. Wie sieht es denn aus deiner Sicht aus? Was hat sie dir angetan?
Ja, es war einfach so, dass sie sich nach einer Zeit verändert hat. Und irgendwie bin ich dann halt nicht mehr mit ihr klargekommen. Und sie hat aber jetzt diesen Weg gewählt und sie hat sich entschuldigt. Und man sieht ja auch, sie leidet sehr darunter. Ja, sie leidet öfter unter irgendwelchen... Ja. Könntest du ihr nicht verzeihen? Nee. Wie sieht's mit dir aus, Octavia? Ja, also ich könnte ihr verzeihen, aber ich weiß nicht. Man kann halt nicht vergessen, wie schon gesagt. Und ja, ich weiß nicht. Ich könnte nicht mit ihr nochmal so eine Freundschaft aufbauen, wie wir hatten. Weil das... Woran liegt das? Müsste sie sich irgendwie ändern? Ja, es war halt wirklich so, dass... Ja, sie möchte echt gern im Mittelpunkt stehen und sie hat mich wie so ein Kleinkind behandelt. Also ich verstehe noch nicht so viel wie sie so und Jungs. Ja, auch überhaupt nicht. Wieso hast du mir das nie gesagt? Ja, weil du es abgestritten hättest. Du hättest es mir einfach sagen können. Ja, vielleicht war das unser Fehler. Ich weiß ja nicht. Wir wollten ja auch miteinander reden, aber Warum habt ihr nicht miteinander geredet? Ich weiß nicht, ich wollte in der Schule wollte ich nicht mit ihr darüber reden. Und und ich wollte auch irgendwie nicht extra mich mit ihr treffen. Oder ich weiß nicht, es war irgendwie so, vielleicht war ich auch froh, dass vielleicht ein Schlussstrich gezogen wurde oder so. Weil es war echt so, da waren Beispiele, so Sachen passiert, die haben mich nicht gedemütigt, aber die haben mich echt fertig gemacht, weil ich fand das hart. Warst du dir dessen bewusst, Janine, dass du ihr so wehgetan hast? Nö, eigentlich nicht. Aber ich meine, wenn ich mal ein Beispiel nennen darf, ich wurde auch ziemlich ausgenutzt. Nachdem ich bei Nadja ausgezogen war, war mit Nadja auch mir vorbei. Als Nadja aber Probleme hatte, kam sie zu mir. Da war ich auf einmal wieder Ansprechpartner. Als die Probleme vorbei waren, war wieder alles gegessen und ich war wieder Luft. Und das finde ich auch nicht okay. War das so? Ja, schon. Also ich hatte Probleme halt zu Hause und irgendwie, ja, okay. Aber irgendwie diese Zeit, irgendwie, da vergisst man auch nicht alles, aber... Ja, aber dann hast du sie tatsächlich ausgenutzt, nur in der Zeit, wo du Probleme hattest. Warum war sie da denn gut genug? Ausgenutzt habe ich sie ganz bestimmt nicht. So kam es aber rüber, weil auf einmal als wieder gut war... Verstehst du das eben falsch, Mann? Nee, ich weiß nicht. Ich habe sie auf keinen Fall ausgenutzt, weil... Ich weiß es auch nicht. Wieso habe ich dich denn ausgenutzt? Ja, als du Probleme hattest, kamst du an. Vorher war ich für Luft. Vorher haben wir auch schon miteinander geredet. Das ist ja wohl... Ja, hallo und guten Tag, ja. Nee, wir haben auch so immer geredet. Das ist aber auch egal. Janine, was hättest du dir denn eigentlich für ein Verhalten gewünscht von den beiden? Oder was hast du erwartet? Einfach nur, dass sie es akzeptieren, dass ich mich entschuldigen will und dass es nicht so jetzt wieder abläuft von wegen, ich bin Luft. Ich meine... Würdest du sie gerne wieder haben als Freundin? Das wird nie wieder so, wie es mal war. Das ist mir klar. Und das geht auch nicht. Also ich habe hier jedenfalls einen Gutschein für ein Essen zu dritt. Für euch. Und da könnt ihr vielleicht mal darüber reden, wenn du keine Lust hast mitzugehen, Nadja, vielleicht ihr beiden. Ich will noch kurz was sagen. Ja, dann sag kurz. Der ist jedenfalls für euch. Danke. Vielleicht könnt ihr dann ein bisschen quatschen. Also ich wollte nur sagen, ja, die Freundschaft mit Janine und mir war eigentlich, ja, auch unsere Dreierklicke war eigentlich ganz gut. Ganz am Anfang war das. Nur, nein, es war wirklich so, sie hat sich, es gab halt echt eine Zeit, da hat sie sich total verändert. Und sie meinte immer zu mir von wegen, ich wäre ihre beste Freundin und es war ja auch so. Aber ich weiß nicht, dann war es halt so, dass sie abgehauen ist und dann... hat sie, ich weiß nicht, dann hat sie sich gar nicht bei mir gemeldet und so und das hat mich echt getroffen und dann kam sie zurück und so von wegen, ja, hier bin ich wieder und ganz normal, als wenn nichts passiert wäre und ich habe sie gefragt, warum sie nicht angerufen hat oder so oder sich bei mir gemeldet hat. Du hast mich nicht gefragt, du hast mich nie persönlich darauf angesprochen. Doch, beim Hip-Hop. Nein. Wirklich? Nie. Ja, aber doch. Octavia und da war sie dabei. Hallo? Und da meintest du, da meintest du von wegen, du kannst ja nicht jeden anrufen. Da habe ich dich noch angesprochen. Mhm. Octavia und Nadja, Menschen können sich verändern, können Fehler einsehen. Vielleicht ist sie ein bisschen reifer geworden, vielleicht war sie damals jünglich. Ja. Unterhaltet euch darüber. Das ist, was ich dazu nur sagen kann. Vielen herzlichen Dank, dass ihr da wart. Oh,
Und jetzt lernen wir zwei ganz spezielle Menschen kennen. Man sagt ja, wahre Freundschaft gibt es nur unter Männern. Aber was ist, wenn auch da der Neid um die Schönheit ausartet? Herzlich willkommen, Danny und Boris. Was ein Auftritt. Wahnsinn. Wo bekommt man bitte schön solche Schuhe her? Easy Rider. Und wie macht man das, dass man da, ich meine, wenn du nur einmal umknickst, dann brichst du dir das Bein. Ja, das ist mir eben passiert, ich bin hinten eben umgeknickt. Jetzt ist noch alles okay. Einer oder eine schöner als der oder die andere. Da kann man sich ja wirklich nicht entscheiden, aber ihr seid beste Freunde. Worum geht es bei euch meistens beim Streit, Boris? Danny ist scheiße zickig und scheiße launisch. Nee, es war wirklich. Also ständig, wenn wir weggehen wollen, das ist immer das Gleiche. Danny sucht sich ein paar Sachen aus. Das macht er dann aber 5 Minuten, bevor wir los wollen. Es dauert dann ungefähr eine halbe Stunde. Dann sind wir 1 Stunde später bei unserem Treffen und dann fährt er nach Hause, weil ihm seine Klamotten nicht passen. Und ist dann auch noch launisch und scheiße gelaunt, weil er nicht schön ist. Und nicht. Aber ja, Moment mal, du bist nicht schön. Nee, wenn mir die Klamotten nicht passen, irgendwie, dann ist das nicht gut. Außerdem fahre ich nie von der Party nach Hause und ziehe mich dann um, sondern fahre von ihm dann zu mir nach Hause und ziehe mich um. So, wo muss man gleich richtig erzählen, meine Gute. Ja, und wer hat von euch beiden denn eigentlich mehr Erfolg? Das kann man nicht so sagen. Er arbeitet bei einer Agentur. Welche Agentur? Universe Moving Sensation. Mhm. Und ich lasse mich buchen für Auftritte und arbeite Freitag und Samstag in der Bar. Und also wer von euch beiden kommt denn besser an, so als die schönere oder die bessere Drag Queen? Ich denke, sie verkörpert mehr so die weibliche Drag Queen und ich bin so eben die maskuline, schrille Drag Queen. Gibt es darum nie Streit bei euch? Doch. Was? Doch, es gibt Streit, aber das ist dann mehr so, weil wir gerne auf Männerschau gehen und ja, okay, wir haben einen anderen Männergeschmack. Also genau, Danny mag, das will ich mag, gleich mal hier. Andere Männer als ich, aber dann gibt es schon, nee, lass mich das anders erklären. Also wenn er einen Typen hat und einen Typen toll findet, dann finde ich den auch toll, obwohl er eigentlich gar nicht mein Typ ist. Also dann möchte ich den auch haben. Auszuspannen? Nein, ich spanne ihn nicht aus. Aber das hast du auch schon getan, meine Gute. Nee. Das hast du. War das Schlimmste? Nö. Nein, es gibt bei uns nichts. Wie wäre das, wenn einer dem anderen den Freund ausspannen würde? Ja, dann würde es, glaube ich, mega Theater. Aber nach 5 Tagen wäre das auch schon wieder okay. Das war's für heute. Vielen herzlichen Dank an alle meine Gäste. Schön, dass ihr alle hier wart. Vielen herzlichen Dank hier im Publikum. Klasse mitgemacht. Auch an Sie zu Hause. Nur ein paar gute Freunde im Leben und auf die sollte man sehr viel Wert legen. Also bis zum nächsten Mal.